Was glauben wir? Studienpräsentation über die Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen. Im Zuge einer Fachtagung wird über die Entwicklung der digitalen Welt gesprochen. Wir werden die bedenklichen und die erfreulichen Aspekte dieser Studie mit herausragenden Vertreterinnen und Vertretern der österreichischen Medienszene diskutieren. Und wir klären mit hervorragenden Regulierungsexpertinnen, was zu tun ist. Früher mussten wir nach Hause fahren, um Bewegtbild-Content zu konsumieren. Heute geschieht das jederzeit über das Smartphone. Wird die Entwicklung unserer Jugend eines Tages helfen oder schaden? Ich glaube, die Frage, ob eine technische Weiterentwicklung der Menschheit hilft oder schadet, liegt an der Menschheit selbst, wie man sie nutzbar macht und gestaltet. Und genau darum geht es, wenn man Politik macht. Rahmenbedingungen sind dazu da, technische Weiterentwicklungen auch so für die Bevölkerung nutzbar zu machen, dass es positiv ist. Und dafür braucht es Rahmenbedingungen, dafür braucht es auch da und dort Regulierungen, manchmal auch Deregulierungen. Und genau darum geht es heute. Es gibt eine große Tendenz, dass die großen Sendemonopole, dass es die nicht mehr gibt, sondern dass es eine große Vielfalt von Anbietern gibt und zwischen diesen Anbietern springen die Konsumenten hin und her. Was wir nicht sehen konnten, ist, dass das lineare Fernsehen zugrunde geht und verschwindet. Es sind Anbieter wie Netflix sehr wichtig, es ist Video on Demand im Allgemeinen sehr wichtig. Man schaut sich YouTube-Filmchen an, das heißt, es gibt eine breite Palette, alles besteht weiter und der Konsument sucht Abwechslung und ist flexibel wie nie zuvor. Sehen Sie die Entwicklungen in Sachen Bewegtbildflut online positiv oder negativ? Ich glaube, es ist die natürliche Evolution im Mediensektor. Wir sehen ganz massiv eine weitere Fragmentierung, eine Vielzahl an neuen Angeboten, die durch die Digitalisierung einfach passiert. Es ist eine große Herausforderung, aber eine große Chance. Warum denn Herausforderung? Wo liegen die Gefahren? Begrifflichkeiten wie Fake News, Hate Speech, Cyberkriminalität, neue Vermarktungsplattformen sind natürlich riesengroße Herausforderungen für den Markt. Wer hier die Nase vorn hat, wird natürlich auch einen großen Vorsprung haben im Wettbewerb. Es ist wichtig, die Welt der jungen Leute kennenzulernen, um das nachvollziehen zu können, wenn man auch dann es entsprechend regulieren muss, ja? Sprich den Leuten beibringen, dass sie sich an Werbevorschriften, an Jugendschutz, Aufruf zum Hass ist ein Thema, an diese Bestimmungen halten müssen. Das sind unsere Zielsetzungen. Was wäre denn dein wichtiger Punkt, wenn man sagt Entwicklung der digitalen Welt? Mein wichtiger Punkt Entwicklung der digitalen Welt ist natürlich, dass es eine Regulierung braucht, dass es Regeln braucht. Es gibt ganz wichtige Themen wie Kinderschutz, Urheberrecht und so weiter und so fort. Aber man darf am Ende des Tages nicht überregulieren, weil schließlich ist das Internet auch ein Marktplatz für kreative Freiheit. Und die sollte man nicht stoppen, weil was wären wir denn ohne kreative Freiheit?